Ja, zunächst einmal kam dabei raus, dass die permanente, das Verfolgen von Instagram-Profilen, die perfekte Bilder zeigen, einen enormen Druck auslösen auf die Jugendlichen. Und dass das zu einem eher negativen Selbstwertgefühl führt, weil das Körperbild sehr eng mit dem Selbstwertgefühl, wer bin ich, verbunden ist. Und das ist natürlich ein nicht so schönes Ergebnis. Hinzu kommt, je häufiger Instagram genutzt wird, umso mehr verstärkt sich der Effekt. Ja, ich fand es extrem erschreckend, der Druck, der extreme Druck, den sich Jugendlichen dann aussetzen, immer mithalten zu werden, dass es so eine Art Wettbewerb wird und dass man nicht mehr mit sich zufrieden ist, sondern dass dieser Wettbewerb, da gibt es ja auch Vorher-Nachher-Fotos immer wieder in diesen Fitness-Accounts, und dass dieser Wettbewerb gerade bei unsicheren Jugendlichen, die sich in der Pubertät befinden, und da ist man eben noch nicht so sicher und nicht so gefestigt, dass das schon negative Konsequenzen hat und diejenigen sich nicht so gut in ihrem Körper fühlen. Also die meisten, die ich interviewt habe, die Fitness-Accounts folgen, haben ein nicht gutes Selbstwertgefühl gehabt. Also die meisten nutzen das, um vielleicht Role Models, also Rollenvorbilder zu finden, aber durch diese, je häufiger sie diesen folgen, umso eher sagen sie, ach, das kann ich aber nicht erreichen. Und wenn man, also mit anderen Worten, wenn man bereits ein negatives Selbstwertgefühl von sich selber hat, also sich nicht so gefestigt in seinem Selbstwertgefühl empfindet, dann hat es leider negative Effekte. Ich habe keine Offline-Kommunikation in der Form untersucht. Das steht auf jeden Fall auf meiner Agenda. Aber was tatsächlich so ist, dass alle, die meisten online sind und sich mit diesen retuschierten Bildern auseinandersetzen. In einer weiteren Studie habe ich übrigens festgestellt, dass die meisten noch nicht mal erkennen, dass es retuschiert sind. So, sie wissen im Grunde genommen die Bilder, sie sind sich dessen bewusst. Aber wenn man ihnen verschiedene Bilder zeigt, das habe ich auch in einer Studie gemacht, wenn man verschiedene Bilder zeigt, eins ist retuschiert, eins ist nur wenig retuschiert und das andere ist nicht, so verschiedene Formen von Retusche, dann erkennen sie diesen Unterschied nicht mehr. Und das ist schon interessant, ja.